betrachten jetzt die Kombination mit Wiederholung. Das bauen wir nicht so großartig aus, sondern ich gebe die entsprechende Formel und zwei Beispiele, eine kurze Erklärung dazu. Werden aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln k ohne Berücksichtigung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen, das ist das Wichtige, gezogen, so gibt es n plus k minus 1 über k Möglichkeiten. Diese Formel unterscheidet sich von unserem einfachen Binomialkoeffizienten. Da hatten wir ja die Kombination ohne Wiederholung. Zwei Beispiele. Drei Birnen oder Äpfel oder irgendwas anderes werden an 6 Kinder verteilt, wobei jedes Kind auch mehrere Birnen erhalten kann. Wir fragen, wie viele verschiedene Aufteilungen sind möglich. Wenn wir das betrachten, dann gilt hier wieder die Kombination mit Wiederholung, ist ja eine Mitwiederholung, ne, da mehrere Birnen. Die geben sind, jetzt gehen wir hier rüber bitte, Kameramann, Maximilian, n ist 6, k ist 3. Dann gilt also diese Formel, n plus k minus 1 über k, 6 plus 3 sind 9, minus 1 sind 8, durch 3, über 3 sind 8 über 3. Und jetzt wäre das wieder nach unserer Berechnung des Binomialkoeffizienten 8 Fakultät durch 3 Fakultät und dann 8 minus 3 sind 5 Fakultät. Und das ausgerechnet liefert uns einen Wert von 56 an 56 Möglichkeiten. Ja? Noch kurz ein zweites Beispiel. Ein Bäcker hat 6 verschiedene Sorten Blechkuchen im Angebot. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Und jetzt einmal A, 3 verschiedene Kuchenstücke sich aussuchen zu können. Oder B, 4 Stücke zu wählen. Bei der ersten Problematik werden 3 aus 6 ausgesucht. Das wäre also mit Hilfe unserer Kombination ohne Wiederholung. Dann sind das 6 Fakultät durch 3 Fakultät mal 3 Fakultät, also 20 Möglichkeiten. Bei der zweiten Problematik 4 Stücke zu wählen, 4 Stücke, das wäre also eine Kombination mit Wiederholung. Und das wäre nach der Formel n plus k minus 1 über k, 6 plus 3, 9 minus 1 sind 8, 3, also auch 56 Möglichkeiten. Das ist doch toll irgendwie. Ne? Damit haben wir die Permutation, die Variation, die Kombination abgehandelt und haben uns zumindest die Formeln mal angesehen. Es ist, und das weiß ich, ganz oder mitunter sehr, sehr schwer, aus einem Text das Problem zu erkennen. Und um dann zu unterscheiden, handelt es sich um eine Kombination mit oder ohne Wiederholung. Bei der Permutation und bei der Variation ist es einfacher, aber bei der Kombination ist es schwer. Bis hierher, Maximilian.